Morgen gemeinsam. Hashtag 2. Hashtag. Morgen gemeinsam. Siegsen Reise in den Kolonialweltraum. Eine offizielle Chronik von Sebastian. Ist das richtig? Sieg. Zuerst erschien in Auge auf Siegsen. Unser bemerkenswertes Wachstum. Sieg und Zone. Sieg und Zone. Wird auch mit Z geschrieben. Oder in dem Fall mit C dann halt. Sieg und Sohn wurde zum Rückgrat in der kolonialen Ausbreitung. Es tut mir echt wahnsinnig leid, es ist fucking klein geschrieben und weit weg. Ausbreitung mit Überlichtgeschwindigkeit, mit verlässlichen Komponenten, die die Menschheit in den Weltraum brachten. Hierdurch wuchs das Unternehmen und im Jahre 2066 betrieb es große Produktionsstätten in London. Buenos Aires, Nagasaki und Schickard Wargenten auf dem Mond. Betrieb ist große Produktionsstätten in London. Buenos Aires, Nagasaki und Schickard Wargenten auf dem Mond. Genau. 2071 verkaufte die Familie Sieg ihre Anteile an die Firma und Entwicklung hielt stetig an. Rivalen und Gegner sahen mit Neid dabei zu, wie Sieg und Sohn zum Marktführer bei der Produktion von Autos, Chemikalien, Bildungsausstattungen und Baumaterialien wurde. Zum Ende des letzten Jahrhunderts kam es zu einem Ereignis, das unsere gemeinsame Zukunft einläutete. Aus Sieg und Sohn wurde Siegsen. Wir nahmen den Namen, unter dem unsere Kunden uns schon seit Jahrzehnten kannten, und wandten uns gemeinsam dem Morgen zu und den Sternen. Dieser Moment wäre wesentlich epischer gekommen, wäre ich jetzt nicht wieder gegen das Mikro geknallt. Shit happens. Audio! VIP-Besuch! Haben Sie Ihren Text für die VIP-Besucher heute gelernt? Wir müssen Eindruck schinden. Man hört Gerüchte, dass das die letzten potenziellen Besteller für eine Ladung Sevastopol-Hibis sind. Falls die sich für Weyland-Yutani-Schrott entscheiden, stehen die uns von Siegsen zugeteilten Jobs auf der Erde auf dem Spiel. Dann geigen sie das nicht. Spedding Ende. Anscheinend ist es nicht mehr so gut am Ablaufen wie davor. Zubehör und fehlerhaftes Blatt. Ich würde mich erstmal liebend gerne verstecken. Das neue Spiel. Verstecken. So, verstecken. Verstecken. So. Ja, ich hab den Witz versaut. Wird dann mich noch eins. Ich bin hundeelend müde, Alter. Wir könnten da hoch. Oder wir können auch einfach hier weiter. Das ist so eine Hab-mich-lieb-Ecke, oder? Bin ich doch leicht dazu geneigt, mal nach oben zu gehen, weil das hier wie ein Riesenraum ist. Ich höre eine Überwachungskamera und ich höre Schritte, wenn ich das richtig sehe. Wir gehen zurück. Zurück! Das musstet ihr jetzt hören. Okay. Ich bin auch dumm. Tada! Ich bin der Beste überhaupt. Ja. Der leuchtet jetzt grün, was eine wesentlich angenehmere Farbe für diese Situation ist.
Mr. Revolver! Nein, ich will nicht! Du bleibst jetzt draußen, verdammt nochmal! Kann sein, dass du dich langsamer dreht, wenn du die Waffe hast. Tatsache. Was? Bitte was? Was war das denn? Was für ein Bullshit? Warum bin ich tot? Aber schwarzer Mann. Habe ich den Furz vom Alien eingeatmet oder warum bin ich tot? Kann es sein, dass da hinten giftige Gase sind? Deswegen wahrscheinlich, okay. Hat das Alien ordentlich reingeschissen. Das und ganz klar das F. Es ist viel zu laut. Warum flüster ich? Okay, merken, da hat das Alien reingefurzt, da können wir nicht. Siegs- und Sicherheit-Proxy. Okay, hier werde ich jetzt ganz krasse, wichtige Items finden, wie zum Beispiel ein Bindemittel, das ich nicht brauche. Ich habe keine Ahnung, wie viel Leben habe ich überhaupt. Ha! Sehe ich gar nicht.